Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal einen kleinen Schreibvlog, denn in dem Video 20 Fragen an einen Bücherwurm habe ich ja bereits erwähnt, dass ich aktuell manchmal das Lesen so ein bisschen vernachlässige und darum dachte ich mir, wäre es cool, euch ein bisschen zu erzählen, was ich stattdessen so mache, denn ich schreibe gerade ganz viel an meinem eigenen Buch, an meinem eigenen Schreibprojekt. Das ist ein realistischer Jugendroman, aber so viele Details zum Inhalt möchte ich da eigentlich noch gar nicht verraten, aber ich kann euch ja so ein bisschen was über das Drumherum erzählen und euch einfach so ein bisschen bei dem Fortschritt mitnehmen, den ich so mache, dachte ich. Darum beginne ich jetzt einfach mal gleich mit einem kleinen Update. Wir haben heute Dienstag, es ist jetzt kurz vor 9, glaube ich. Ich bin seit 8 Uhr ungefähr wach, habe ein bisschen gelesen, werde gleich erstmal frühstücken und mich dann an meinen Laptop setzen. So ein paar andere organisatorische Sachen wie E-Mails beantworten bzw. Leuten schreiben habe ich auch noch vor, aber ich denke, ich werde dann gleich schon mal mit dem Schreiben beginnen. Ich bin jetzt bei ungefähr 41.000 Wörtern so im 8. Kapitel von 26. Und genau, wie ich das genau geplant habe im Vorhinein, kann ich euch gleich auch noch mal ein bisschen zeigen. Also natürlich auch nicht zu detailliert, aber so einen groben Überblick. Und genau, vorweg, bevor das Video jetzt richtig losgeht, würde mich auch mal total interessieren, wer von euch denn auch schreibt. Und wenn ja, ob ihr gerade auch ein aktuelles Schreibprojekt habt. Kommentiert das gerne mal unten in den Kommentaren und dann legen wir jetzt auch direkt los. So, ich sitze jetzt gerade am Laptop, da im Hintergrund hängt das Fliegennetz über dem Bett, aber das ist jetzt mal egal, wenigstens ist das Licht ganz gut, mein Gesicht ist schön ausgeleuchtet. Ich habe jetzt gerade schon meinen USB-Stick eingesteckt und werde gleich mal die Datei öffnen und euch dann sagen, bei welcher Wortanzahl genau ich bin. Übrigens ist heute Mittwoch, ich glaube, ich habe vorhin Dienstag gesagt, aber nein, heute ist Mittwoch, der 6. April. Genau, bisher hat meine Geschichte nur einen Arbeitstitel, der aus den beiden Namen der Protagonisten besteht. Ich habe auch schon eine andere Idee für einen richtigen Titel, bin mir da aber noch nicht ganz sicher und deswegen möchte ich ihn an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch nicht nennen. Außer der Datei mit dem Schreibprojekt sind da auch noch die Kapitelplanung, eine Kapitelübersicht, ein alternativer Anfang, ein Exposé, was ich schon mal begonnen habe und einen Klappentextentwurf drauf. Kapitelplanung und Kapitelübersicht ist bei mir nochmal deshalb getrennt, weil bei der Kapitelübersicht die Wortanzahl eingetragen ist, wie viele Wörter jedes Kapitel hat, weil ich nämlich festgestellt habe, dass die Kapitel immer länger geworden sind. Also am Anfang hatten die so 2000 Wörter ungefähr und dann war ich mittlerweile dann schon zwischendurch bei 8000. Genau, ich glaube, dass jetzt gerade das 8. wird vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Genau, und die Kapitelplanung sind dann wirklich einzelne Sätze zu den Kapiteln. Also einfach, wo ich mir dann pro Kapitel aufgeschrieben habe, was da passiert. Möchte ich jetzt natürlich noch nicht so viel irgendwie zeigen. Das hilft mir einfach, da so einen roten Faden drin zu haben, weil ich dann eben weiß, was in jedem Kapitel ungefähr Wichtiges passiert, welche Figuren vielleicht neu auftauchen, welche Konflikte es da gibt, weil die Konflikte brauche ich ja, um irgendwie Spannung zu erzeugen. Und das habe ich eben alles gemacht, bevor ich mit dem richtigen Schreiben angefangen habe. Und ich arbeite an diesem Projekt jetzt schon ziemlich lange, seit Mai letzten Jahres, also fast ein Jahr jetzt schon. Da lagen aber zwischendurch mehrere Monate Pause drin, in denen ich gar nicht geschrieben habe oder nur sehr, sehr wenig. Vor allem eben der Zeitraum, wo wir eben ausgewandert sind, weil das einfach psychisch dann eben sehr viel war, aber auch tatsächlich von der Zeit her gar nicht so viel Zeit geblieben wäre zum Schreiben, weil einfach unglaublich viel zu organisieren war und zu packen war und alles. Und auch als ich hier angekommen bin, brauchte ich erstmal so ein bisschen Zeit, um mich hier einzuleben und hier anzukommen, bis ich mich dann wieder meinem Schreibprojekt widmen konnte. Jetzt bin ich aber wieder mit voller Kraft voraus und das Ganze ergänzt sich auch ganz gut mit dem Laudius-Fernkurs, den ich aktuell mache. Der heißt nämlich Kinder- und JugendbuchautorIn. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut euch gerne mal das Video an, was ich dazu bereits gedreht habe. Da erzähle ich euch, was das für ein Kurs ist, warum ich den jetzt mache und wie er mir bisher so gefällt. Da möchte ich heute auch noch mit einem neuen Lernheft anfangen, aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen was schreiben. Ach ja, und das Dokument Figureninterviews gibt es übrigens auch noch. Das habe ich, glaube ich, gerade auch nicht aufgezählt. Da habe ich einfach die Figuren interviewt, wie der Name schon sagt, um die noch ein bisschen besser kennenzulernen, deren Stärken und Schwächen herauszufinden und auch was eben deren persönliche innere Konflikte sind oder auch äußere Konflikte, also die sie mit anderen Menschen austragen oder mit Gegebenheiten, sage ich jetzt mal so. Genau, und jetzt habe ich hier gerade mal das Dokument geöffnet und ihr seht, ich bin auf Seite 73, also DIN A4 Seiten sind das jetzt. Ich schreibe in Times New Roman, Schriftgröße 12 und ansonsten sind das einfach die Standardeinstellungen. Wahrscheinlich müsste ich bei den Absätzen bzw. ja, dem Zeilenabstand eigentlich noch was ändern,
Aber das lasse ich jetzt erstmal so, darum kümmere ich mich jetzt gerade mal nicht. So, kurzer Zwischenstand. Wir haben es jetzt 19 Minuten vor 1 und ich habe ungefähr 1000 Wörter heute geschrieben bisher, was relativ lange gedauert hat, weil ich mich immer ein bisschen habe ablenken lassen. Mein Handy mache ich für gewöhnlich schon immer auf Flugmodus, wenn ich schreibe, damit ich eben da gar nicht erst in Versuchung komme, auf irgendwelche Benachrichtigungen zu tippen. Aber mein Laptop hatte ich dann noch mit dem LAN-Kabel verbunden, weil ich da auch immer mal wieder was recherchiere zwischendurch und das ist ja an sich auch gut und wichtig, aber nur habe ich mich dann in diesem Fall dann auch ein bisschen ja, verleiten lassen, dann noch andere Sachen nachzugucken und bin dann ein bisschen weggekommen von dem, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Aber ich finde, ich bin trotzdem gut vorangekommen, also von der Anzahl, die ich jetzt geschrieben habe an Wörtern, bin ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden, von daher finde ich es auch in Ordnung, dass das ein bisschen länger gedauert hat, weil ich ja in dem Fall bei mir jetzt keinen Stress habe, dass ich in einem bestimmten Zeitraum so und so viele Wörter schreiben muss. Also an einem Tag gesehen meine ich jetzt, sondern ich habe den ganzen Tag im Prinzip Zeit, kann mir meine Zeit selber einteilen und von daher ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn ich meinem Kopf zwischendurch so kleine Pausen gebe und zwischendurch auch was anderes nachlese dann am Laptop, weil ich mich dann ja auch ein bisschen wieder entspannen kann. Wobei auch das Schreiben sich manchmal entspannend anfühlt, aber es ist oft beides gleichzeitig, weil ich ja trotzdem mich schon auch in gewisser Weise anstrenge, die richtigen Formulierungen zu finden und so weiter und überhaupt diesen, ja, diesen kreativen Flow so zu haben. Genau, von daher bin ich da doch jetzt ganz zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Möchte heute im Laufe des Tages aber wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen weiterschreiben. Ja, aber ich glaube, das war es jetzt erstmal als Update. So, wir haben es jetzt kurz vor 6. Das Licht ist mittlerweile nicht mehr ganz so gut, aber ich arbeite gerade noch an meinem Laudius-Lernheft. Damit habe ich heute angefangen. Lernheft Nummer 9 ist es jetzt von 36 und dachte mir, ich zeige euch gleich mal kurz, wie das an meinem Laptop so aussieht, wenn ich da ja, am Ende des Lernhefts angelangt bin. Also die Hausaufgaben zum Abgeben erledige ich gleich noch, aber meistens habe ich dann so drei Dokumente offen. Und zwar einmal hier unten ist die Hausaufgabe, da seht ihr auch schon, ihr könnt ja auch kurz pausieren, um das zu lesen. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt hier mal so einen kurzen Ausschnitt zeige, dass man bei der zweiten Aufgabe auch was auf das eigene Projekt beziehen soll, wenn man denn eins hat. Und hier unten habe ich dann meine drei Dokumente. Also einmal hier mein Lernzettel, wo ich mir eben die wichtigsten Sachen, die ich so draus mitnehme, markiere oder also aufschreibe und dann auch nochmal Stichworte markiere. Dann ist hier die Selbstlernaufgabenseite, die waren diesmal nicht so umfangreich. Und jetzt kommt hier eben dann die Hausaufgaben, oder kommen die beiden Hausaufgaben hin, die ich dann gleich noch machen werde. Ich denke mal, ich werde das heute auch abschließen, das Lernheft, also habe ich jetzt innerhalb eines Tages durchgearbeitet. Das heißt, ich brauche da nicht so viele Stunden Wochenaufwand, wie eigentlich vorgegeben sind. Und ja, kann man ja aber so in seinem eigenen Tempo machen, das ist ganz gut. Und ich dachte, das kann ich euch jetzt auch gerade mal kurz so erzählen, weil es ja nicht direkt mit meinem Schreibprojekt zu tun hat, aber eben auch mit dem Schreiben. Beziehungsweise die eine Aufgabe kann ich ja jetzt hier auch auf mein Schreibprojekt beziehen. Werde ich mir gleich nochmal überlegen, wie genau ich das dann mache. Ja, genau. So. Gleicher Ort, neuer Tag. Heute ist Donnerstag. Wir haben es jetzt 11:30 ungefähr und ich habe noch nicht geschrieben heute, weil ich erstmal bei einem Termin bei meiner Mutter dabei war und davor, also direkt nach dem Aufstehen, erstmal noch ein bisschen gelesen habe. Dann bei einem Termin meiner Mutter dabei war und dann eben noch eine Matz-Konferenz hatte, denn ich schreibe ja für Matz, das ist das Jugendportal der Hatz, ab und zu Artikel und da bin ich eben jede Woche bei einer Konferenz dabei. Die ist jetzt für mich gesehen immer um 11 Uhr. Vor der Zeitumstellung in Deutschland und Paraguay war sie um 13 Uhr. Und jetzt eben 2 Stunden eher, was ein bisschen blöd ist, weil ich da eigentlich donnerstags um diese Uhrzeit immer Spanischunterricht habe. Da werde ich dann wahrscheinlich dann immer rausgehen, kurz für den Zeitraum dieser Konferenz. Heute ist der Spanischunterricht aber ausgefallen, also habe ich jetzt kurzfristig wenigstens dann entspannt an der Matz-Konferenz teilnehmen können. Also der Unterricht ist jetzt ausgefallen, weil unsere Lehrerin unterwegs ist, irgendwie, weil die selber irgendwie einen Termin hat. Ja, hat jetzt in meinem Fall ganz gut gepasst. Jetzt habe ich mich ja auch gerade schon mal ans Laptop gesetzt und werde dann jetzt mal schreiben. Gestern Abend bin ich dann nicht weiter zum Schreiben gekommen, fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich habe dann das Laudius-Heft noch fertig gemacht. Dazu wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass das wirklich auch ein sehr wenig umfangreiches Heft war diesmal. Also allgemein hatte die PDF-Datei auch nur 10 Seiten. Das heißt, da war auch erstmal gar nicht so viel Input zum Lesen und die Aufgaben waren auch nicht so anspruchsvoll wie sonst. Deswegen war es ganz gut eigentlich für mich, dass ich das jetzt in einem Tag erledigen konnte, weil an sich machen mir die Sachen auf jeden Fall ja Spaß, die Lernhefte. Aber gerade wenn ich mich jetzt so viel aufs Schreiben konzentriere und fokussiere, finde ich es ganz angenehm, wenn ich eben dieses Lernheft dann innerhalb von einem Tag erledigen kann und dann nicht noch an weiteren Tagen dran denken muss, dass ich das auch noch erledige, sondern jetzt wirklich
ja, mich ans Laptop setzen kann und dann direkt mit dem Schreiben starten kann. Oder was heißt direkt? Es ist ja jetzt schon mittags, aber oder gleich mittags, das heißt, der Tag ist schon gefühlt wieder halb rum. Nee, aber da will ich dann gleich mal weitermachen. Und da habe ich gestern Abend auch noch mit meiner Mutter eine Serie weitergeguckt, und zwar Anne with an E. Da haben wir die erste Folge jetzt geschaut. Die geht 1,5 Stunden, darum hatten wir uns das auf 2 Tage aufgeteilt. Und gefällt uns beiden sehr, sehr gut. Also ich finde das Setting irgendwie sehr schön, die Atmosphäre ist sehr schön. Und Anne ist auch echt eine außergewöhnliche Protagonistin, von der man, glaube ich, auch noch viel lernen kann. Ich hätte echt schon eher mit der Serie mal anfangen können. Genau, aber so viel wollte ich dazu jetzt auch gerade gar nicht sagen, sondern jetzt gleich mal mit dem Schreiben beginnen. Hi, es ist jetzt mittlerweile Montagnachmittag und ich habe mich hier jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gemeldet. Darum dachte ich, gebe ich euch jetzt noch mal ein abschließendes Fazit, wie das so geklappt hat, jetzt in der Zeit, wo ich so euch ein bisschen mitgenommen habe mit dem Schreiben. Und zwar war es so, dass ich bis auf gestern jeden Tag immer mindestens 1000 Wörter geschrieben habe und sich jetzt tatsächlich gerade rauskristallisiert, dass das für mich echt eine gute Anzahl ist auch, also die ich schaffen kann. Und wo ich das glaube, ich komme gut voran, aber es ist auch nicht ein zu hohes Ziel. Ich meine, wenn ich mehr Zeit und Lust habe, schreibe ich natürlich auch mehr, aber manchmal stehen eben noch andere Sachen an, sodass es dann eben auch, ja, eine Zahl ist, wo ich das glaube, es ist okay, wenn ich dann eben auch es dabei belasse. So. Nur gestern waren es dann nur 700 Wörter, weil ich dann irgendwie erst ziemlich spät angefangen habe und dann auch Kopfschmerzen bekommen habe abends und dann dachte ich, okay, lasse ich das jetzt. Dann habe ich aber eben gerade noch die restlichen 300 Wörter geschrieben und denke, dass ich dann jetzt aber trotzdem noch heute, also für jetzt Montag gesehen, 1000 Wörter schreiben werde. Ja, ich glaube, das war gerade ein bisschen kompliziert erzählt. Ja, und das ist jetzt natürlich auch nur mein Pensum. Wenn das bei jemand anders ist, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Das ist einfach das, wo ich jetzt so das Gefühl habe, das klappt für mich jetzt gerade ganz gut. Genau, und dann werde ich gleich weiterarbeiten. Ich habe jetzt die 47.000 Wörter aufgeknackt und werde hoffentlich dann Kapitel 9 gleich beenden und am besten auch mit Kapitel 10 schon anfangen. 26 habe ich insgesamt geplant. Ich weiß gar nicht, ob ich das zwischendurch schon mal erzählt habe. Ja, und ich denke, das war es dann auch erstmal, was ich an dieser Stelle zu meinem Schreibprojekt erzählen möchte. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, dass ich euch da mal so mitgenommen habe. Und wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, genauso wie weitere Videowünsche. Genau, ach so, und jetzt wollte ich zum Schluss noch was ankündigen. Und zwar habe ich die Idee gehabt, mal wieder so ein Community-Video zu machen. Also, das heißt mal wieder, einmal habe ich das ja bisher gemacht, zu Jahreshighlights aus dem letzten Jahr. Und jetzt würde ich gerne anlässlich des Welttags des Buches im April, am 26. ist der, glaube ich, nochmal so ein Community-Video machen. Ich packe euch alle Informationen dazu auch in die Videobeschreibung. Also guckt da einfach mal unter dem Video. Da schreibe ich euch auch, wie ihr teilnehmen könnt. Also wenn ihr ein Buch vorstellen wollt, was euch irgendwie wichtig ist, was euch am Herzen liegt und was ihr weiterempfehlen könnt, dann dürft ihr mir sehr gerne ein Videoschnipsel zusenden. Und wie gesagt, alle weiteren Informationen stehen unten drin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Und dann war es auch mit diesem Video. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!